Ich bin immer so, wie ich sage, Stammtischphilosoph. Mein Job im Salon war noch nie, dass ich hinterm Tresen stehe. Ich habe ja kein Talent. Ich sitze vorne bei mir am Tisch oder im Raucherraum, da palavert man ein bisschen, trinkt ein Bier, trinkt ein Jackie, raucht eine. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, hier zu kicken, dass alles läuft. Eine Leidenschaft zum Western oder Country ist, ich sag mal, jeder Kerl hat ja irgendwie so ein Faible für Western-Filme, für Amerika, Harley Davidson, Trucks, was alles dazugehört. Ist schon urig, was hier teilweise rinkommt, wo man erst nach und nach erfährt, was die eigentlich für eine Position und für eine Funktion haben. Man darf nicht vergessen, dass die Leute 5 Tage die Woche arbeiten, viele so ja 6 oder 7. Und wenn die dann hier in den Salon kommen am Wochenende, wollen die natürlich nicht über irgendwelche Probleme nachdenken, sondern die wollen einfach den Kopf zumachen und sagen, es war ein schöner Abend, aber alles nett. Und so ist es eigentlich immer hier. Ich habe 15 Bundesstaaten habe ich durchfahren und kennengelernt, aber ich war bestimmt 25, 30 Mal in Amerika. Man kommt überall an irgendwelchen tollen Ecken hin, das macht schon Laune. So jetzt vor 15 Jahren war ich das erste Mal in Lynchburg in Tennessee. Das ist ja nun ein ganz kleiner Ort mit schlappen 400 Einwohnern. Da ist auch die Jack Daniels Destillerie. Und da gab es natürlich exotische Sachen, die man erwerben konnte. Und so hat meine Sammelleidenschaft angefangen. Mich freut es immer, wenn ich irgendwas Schönes erwische für einen Saloon, wo ich denke, ach, das könntest du noch irgendwo hin platzieren, das sieht gut aus, passt, dass sich die Leute freuen, was hier alles im Saloon rumsteht, rumhängt und Staub fängt. Was mich jetzt zurzeit stolz macht, ist, es gibt eine neue Reihe von Jack Daniels, die heißt Master Distiller. Davon habe ich eine Flasche, die zweite Flasche. Und diese Flasche ist ein Fehldruck. Und dafür gibt es nur 3000 Stück. Und davon habe ich eine. Jetzt würden die Whisky-Trinker sagen, Frevler, ich trinke immer mit Cola und Eiswürfel, aber es ist mir ziemlich egal. Schön zu lachen, das ist mir ganz wichtig. Es macht mir einfach Spaß mit den ganzen Gästen, mit den Musikern und logischerweise auch meinen Mitarbeitern. Ich hoffe, dass ich den Saloon noch mindestens 20 Jahre weitermache. Dann bin ich an 80 dran und dann kann ich tot vom Barhocker fallen. Das ist mir egal. Ich sage mal, alles hat seine Zeit. Jetzt ist meine Zeit mit dem Saloon und dann werden wir weitersehen.